Der Rückrundenauftakt ist getan, liebe Zuschauer. Der FC Bayern München hat das Eröffnungsspiel im neuen Jahr gewonnen. 3:1 in Leverkusen und hat eigentlich, man muss es so deutlich sagen, schon eine Hand an der Schale. 14 Punkte Vorsprung. Und das bedeutet, zu diesem Zeitpunkt hat es sowas noch nie gegeben, obwohl die Bayern die schlechteste Hinrundenserie seit 6 Jahren gespielt haben. Und wie sieht's unten aus? Ist Köln diesmal fällig? Sind sie schon weg? Und wer folgt den Kölnern, falls sie denn absteigen? HSV, Bremen, Freiburg oder eine ganz andere Mannschaft? Und das Trainerkarussell, der Trainerwahnsinn geht weiter. Das Trainerkarussell dreht sich weiter. Der Transferwahnsinn geht weiter. Wagner, Gomez, Keita, Goretzka, das sind unsere Themen heute. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Kicker TV Talk. Ich freue mich sehr, über diese Themen mit meinen Gästen zu sprechen. Da hätten wir Jan Schlaudraff. 186 Bundesligaspiele hat er gemacht, 25 Tore. 2007 als Supertalent zu den Bayern gewechselt, war aber auch relativ schnell wieder weg. Ob er einen Tipp für Leon Goretzka hat, der vor einer schwierigen Entscheidung steht, wir werden ihn fragen. Wir haben Valerian Ismael. Er war deutscher Meister und Pokalsieger mit dem FC Bayern und mit Werder Bremen, zuletzt Cheftrainer in Wolfsburg. Carlo Wiltz, Kicker-Chefreporter, war mit den Bayern im Trainingslager und hat vielleicht auch die Antwort auf die Frage, ob sich Jupp Heynckes doch noch für ein weiteres Jahr beknien lässt, Trainer des FC Bayern München zu sein. Und Stefan Schnorr, knapp 280 Bundesligaspiele für Wolfsburg und den HSV. Die Hamburger in der 7. Saison in der Abstiegszone. Ist der Dino diesmal fällig? Ja, heute Abend hat Bayern 3 weitere Punkte gesammelt und damit 14 Punkte Vorsprung, bevor die anderen ihren 18. Spieltag spielen. Die haben noch ein Spiel weniger. Erleben wir eine neue Bayern-Dominanz? Das ist die große Frage. Woran hat es heute gelegen? Ich fange mal bei unserem Journalistenkollegen an, bei Carlo Wild, dass die Bayern heute eigentlich, muss man sagen, bis auf wenige Augenblicke souverän dieses Spiel nach Hause gebracht haben. Hat mich nicht überrascht, weil ich habe die 6 Tage in Doha gesehen, wie die trainiert haben. Ich habe schon einige Trainingslager erlebt, aber es war einfach super klasse. Und zwar nicht einfach so diese ganze Stimmung, wie die Truppe eigentlich auch zusammenhält und vor allen Dingen, wie top professionell die arbeiten. Und wenn man nur Arjen Robben sieht, wie der trainiert, das ist ja als ständiger unter Dauerdoping, wie der da abgeht, und aber alle anderen. Und da merkt man einfach, dass die was wissen wollen. Die Meisterschaft, da glaube ich, werden wir uns einig sein, die ist so gut wie gelaufen. Double, die 2 Großen haben sie auch aus dem Weg geräumt. Leverkusen noch dabei, aber wenn ich heute Leverkusen gesehen habe, in einem Spiel ist immer alles möglich, glaube ich, aber trotzdem nicht, dass die große Konkurrenz sind. Die Bayern werden sich wieder auf die Champions League konzentrieren dürfen. Ja, was hat heute den Ausschlag für dich gegeben, Valeria? Erfahrung hat Talent geschlagen. Hättest du das so gedacht? Ja, Erfahrung, eine gewisse Reife, ein wichtiger Moment. Also am Anfang, Leverkusen war sehr gut im Spiel. War sehr gefährlich, sehr aggressiv. Bayern hat sehr gut dagegen gehalten und den richtigen Zeitpunkt da das Tor erzielt. Und dann hat man gemerkt, dass Bayern dann ins Roll gekommen ist, dass Bayern souverän war, und hat man einfach gespürt, dass das Spiel nicht mehr zu verlieren ist von Bayern Seite. Also die haben weitergemacht, wo die aufgehört haben. Die rollen souverän in der Bundesliga und die können sich schon auf die Champions League jetzt konzentrieren. Was Respekt? Was Angst? Ja, vielleicht ein bisschen der fehlende Mut. Also ich glaube, dass die Bayern souverän das Spiel gewonnen haben, dass sie eigentlich nur die Viertelstunde nach dem Anschlusstor ein bisschen gewackelt haben, wo sie auch ein paar Abspielfehler hinten raus hatten, wo sie dann ein bisschen unter Druck geraten sind, auch die Leverkusen ein bisschen Hoffnung geschöpft haben, um vielleicht zum Ausgleich zu kommen. Aber insgesamt, glaube ich, war es ein hochverdienter Bayern-Sieg. Sind wir uns alle einig? Schade, dass keine Kamera dabei war, als wir dieses Spiel zusammen angeschaut haben. Ihr könntet wahrscheinlich 20% von dem sagen, was ihr so während dieses Spiels gefachsimpelt habt. Aber du bist jetzt gerade, Stefan, du bist einer von denen, der auch auf körperliche Qualitäten setzt, der auch mal hingelangt hat, wenn man hinlangen hätte müssen. Haben das die Leverkusen heute zu wenig gemacht? Auch sich körperlich eingebracht, um 2 Kämpfe zu gewinnen? Ich glaube, sie hatten gar nicht die Chance. Ich glaube, die Bayern waren, abgesehen vielleicht von den ersten 5, 6, 7 Minuten, waren sie gedanklich einfach schneller, sie wirkten frischer.
vielleicht, und da muss man eigentlich auch mal so ein bisschen Heiko Herrlich hinterfragen, vielleicht war das System, was er gewählt hat, was falsche, vielleicht auch das falsche Personal am Anfang. Das sind alles so Sachen, das ist immer hypothetisch. Nach dem Spiel kann man immer gut darüber sprechen. Aber ich glaube einfach, dass es weniger was mit Erfahrung oder sowas zu tun hatte, sondern einfach was mit Qualität. Und die Qualität, die Jupp Heynckes im Moment oder seit Wochen beim FC Bayern rausholt, das ist alleroberste Kategorie. Und da gibt es in Deutschland im Moment einfach keine Mannschaft, die da irgendwo ranreichen kann. Und das hat man heute auch wieder gesehen. Und egal, welche Aufstellung er macht, er trifft halt immer ins Schwarze im Moment. 60% Zweikämpfe haben die Bayern gewonnen. Hätte eigentlich andersrum sein müssen, wenn die Leverkusen eine Chance haben hätten wollen. Ja, natürlich sind Zweikämpfe auch wichtig, aber gerade auch das erste Gegentor nach einer Standardsituation. Sie hatten vorher schon Probleme am langen Pfosten, wo Vidal zum Kopfball kommt und dann der abgefälschte Ball ist dann schwer zu verteidigen, wo Martinez das Tor macht. Aber insgesamt war es schon so, dass die Bayern heute einfach dominanter waren, auch als Auswärtsmannschaft, und von daher, wie gesagt, einfach verdient gewonnen haben. Hätten sie noch reagieren können? Hätte Heiko Herrlich früher reagieren können? Ich glaube nicht, die waren einfach zu gut. Und das Grundproblem finde ich auch, was auch die Leverkusener zugegeben haben, wenn der Vierte gegen den Ersten zu Hause spielt, zu Hause unbesiegt ist und eine super Serie von 14 Spielen ohne Niederlage hatte und dann so wenig Mut hat, die Bayern einfach herauszufordern, dann können wir die Bundesliga in Sachen Platz 1 vergessen, weil dann ist einfach keiner da, der die stoppt. Und wenn man jetzt auch sieht, seit Jupp Heynckes da ist, wie das läuft bei den Bayern, die haben die letzten drei Spiele vor Weihnachten 1-0 gewonnen. Aber sie gewinnen sie halt. Dass der beste Torwart der Welt, Manuel Neuer, nicht dabei ist, das spürt man nicht. Heute war Lewandowski wahrscheinlich der beste Mittelstürmer der Welt nicht dabei, Hummels nicht dabei. Jupp Heynckes moderiert das alles sehr entspannt, weil er sagt, wenn der Kimmich krank ist, dann spielt er drauf hin, ja. Und der gibt den allen so dieses Vertrauen, das war jetzt auch deutlich in Doha zu spüren. Und er versucht jetzt wieder wie 2013 zu einer Einheit heranzuführen. Das wird Step by Step gehen müssen. Aber das macht er dann schon sehr geschickt. Also ich glaube nicht, dass heute jemand damit rechnet, dass Kimmich nicht spielt. Aber okay, Rafinha hat jetzt Vertrauen, hat ja seinen Job ordentlich gemacht, so wie er eben spielt. Und deswegen sind die einfach mit 20, 22 Leuten überragend besetzt. Da kann die Bundesliga nicht mithalten. Aber ich finde, das Einzige, was die Bundesliga eigentlich oder manche Vereine machen müssen, einfach ein bisschen mutiger und couragierter gegen die Bayern attackieren. Das will ich nochmal aufgreifen, das Thema Mut. Ist es nicht eine Aufgabe für den Trainer, seiner, was du gerade gesagt hast, mit Jupp Heynckes und seinen Bayern, dass du den Bayern-Gegnern eben diesen Mut antrainierst, dass sie ganz anders auftreten? Ja, ich glaube, das ist, du spielst gegen Bayern München, die auch Selbstvertrauen haben, die kommen. Es muss schon alles passen, ne? Wenn du mutig auftreten willst. Ich glaube, die Anfangsphase ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber wenn du ein Tor kassierst gegen Bayern München, da kommen die Probleme. Ja, als Trainer hast du auch keine Chance, weil das kommt in den Kopf der Spieler auf einmal. Also, was machen wir? Wollen wir noch weiter mutig spielen oder kriegen wir eine zweite Tor oder eine dritte Tor? Und dann auf einmal, dann verlierst du einfach die Fahrt oder die Taktikanweisung von der Trainer. Und der Spielverlauf muss klappen, wie in Bilderbuch, wie du dich geträumt hast. Muss alles passen, wenn du Bayern schlagen möchtest. Aber wir haben doch früher mal gesagt, habt ihr beide am eigenen Leib verspürt, du als Bayern-Gegner, du als Bayern-Spieler. Man hat immer gesagt, gegen Bayern bringt immer jeder seine beste Leistung. Da spielen sie einfach 200% und sind ganz anders motiviert. Gegen Bayern will jeder sein bestes Spiel zeigen. Warum ist das nicht mehr so? Na, das wollen die heute auch. Zu unserer Zeit war das aber so. Klar, für uns waren das die schönsten Spiele, weil wir nichts zu verlieren hatten. Nur der Abstand, die Schere zwischen uns und Bayern München, die war nicht so groß wie heute, sondern die war ein bisschen kleiner, wo du vielleicht auch mal nicht so einen Bilderbuchtag haben musstest, sondern wo du sagen konntest, komm, mit der nötigen Zweikampfhärte, mit dem nötigen Glück, was man sich erarbeitet und sowas, hast du eine Chance, Bayern München zu schlagen. Nur heute ist das einfach diese Schere zwischen der Qualität Bayern München und den anderen Vereinen, die ist einfach zu groß geworden. Da kannst du jetzt nicht einfach mal hingehen und sagen, so, okay, komm, wir machen es nur über die Zweikämpfe oder sowas. Die spielerische Qualität setzt sich in den 90 Minuten dann der Bayern immer irgendwie durch. Die werden immer eine Chance haben, so wie Valeria das gesagt hat. Und wenn du dann 1-0 zurückliest oder sowas, dann beginnen die Probleme. Ja, ich glaube schon, dass die Leverkusener sich sehr viel vorgenommen haben heute. Sie sind auch rausgekommen, die ersten 5 Minuten waren relativ aggressiv, hatten dann direkt die gelbe Karte mit Bellarabi und so weiter. Also ich glaube schon, dass sie versucht haben, ihren positiven Lauf mit in das Spiel zu nehmen. Nur ist natürlich dann auch ein schmaler Grat. Hinterher kann man sagen, wahnsinnig mutig genug.
Aber insgesamt sind sie natürlich eine sehr, sehr gute Kontermannschaft. Und dann zu Hause gegen Bayern vielleicht etwas tiefer zu stehen, um mit ihren schnellen Leuten nach vorne anzugreifen, ist jetzt nicht grundsätzlich die falsche Idee. Man muss natürlich ein bisschen versuchen, einen Mittelweg zu finden. Nochmal, ich glaube, sie haben sich viel vorgenommen, sie sind gut rausgekommen. Aber dann in der ersten Halbzeit oder bis zur 70. eigentlich, sie sind einfach nicht hingekommen. Sie waren immer einen Schritt zu spät, sie waren immer gedanklich hinten dran. Und dann wird es natürlich schwierig. Dann lassen die Bayern den Ball laufen, sie gehen in Führung, das Selbstvertrauen wächst. Man selbst merkt, man läuft nur hinterher. Und dann mit dem Anschlusstor, was ja eigentlich auch aus dem Nichts kam, hat man gemerkt, auf einmal glauben sie wieder ein bisschen an sich. Die Bayern haben überlegt, hoppala, ist das Spiel doch noch nicht durch. Wir haben ja auch da gesessen und nach 60 Minuten oder nach 65 gesagt, ja, eigentlich ist das Spiel durch, 2-0, jetzt passiert nichts. Und dann auf einmal machen sie den Anschlusstreffer, natürlich ein bisschen glücklich, aber sie machen ihn. Und dann haben sie auch so 10, 15 Minuten, wo sie richtig gut im Spiel sind, wo die Bayern auch ein paar Fehler machen, wo sie ein bisschen was anbieten. Wir hatten dann die Riesenchance von Volland, wo ihm der Ball ein bisschen zu weit wegspringt am rechten Fuß. Dann können sie auch den Ausgleich machen, aber nochmal insgesamt, unterm Strich war es ein hochverdienter Sieg der Bayern. Und die Leverkusen haben vielleicht nicht den Mut gezeigt, den sie sich vielleicht auch vorher erhofft haben. Mal schauen, wie es die Kollegen sehen. Matthias Sammer und Jan Henkel, die sind noch in Leverkusen in der Bayer Arena. Wir gehen nochmal zurück. Bitte schön, meine Herren. Ja, Jerome Boateng, Matthias, hatte vor dem Spiel gesagt in der Woche, oh, das ist ein gefährlicher Auftakt in Leverkusen. Wenn wir da nicht gewinnen, dann kann da so ein bisschen wieder Druck aufkommen von hinten. Es gab heute nicht den Hauch einer Gefahr, dass die Bayern hier verlieren. Zunächst erstmal zeichnet es ja diese Spieler, die alles gewonnen haben, aus, um trotzdem die Sensibilität mitzubringen, Gefahren zu erkennen. Und ich habe ja immer gesagt, wenn Siegen zur Lebensweise wird, werden die wahren Sieger gnadenlos, weil sie empfinden es und sie fühlen es. Und das ist einfach Reife und was Besonderes. Bayern war nicht übertrieben erwachsen, reif, abgeklärt von Jupp Heynckes. Auch perfekt eingestellt, so um dieses Talent, dieses Wilde, was Bayer heute nicht zeigen konnte, sie waren nicht in der Lage, dazu neutralisieren oder zu neutralisieren, um dann die eigenen Stärken auszuspielen. Und das haben sie hervorragend gemacht. Sie haben verdient gewonnen. Das war nicht ganz, ganz großer Glanz, aber wirklich reif. Du hast ja schon vor dem Spiel gesagt, für dich Meisterschaft ist es gar kein Thema mehr, dass die Bayern dort Meister werden. Wo sind sie einfach so viel besser als die Konkurrenz? Ich meine, das war heute auswärts beim Tabellenvierten. Sie haben super Spieler. Das ist erstmal eine wichtige Grundlage. Mit dieser Qualität haben diese Spieler den Hunger, die Psychologie, alles gewinnen zu wollen, was geht. Ich habe es gerade auch schon gesagt. Sie haben einen reifen Trainer, der darauf achtet, Strömungen sofort im Negative, im Keim zu ersticken und immer wieder auch die Mannschaft in der Führung bei Laune zu halten. Und die Rückrunde ist in der Regel ja immer schöner als die Vorrunde. Irgendwann gibt es diese Titel, die man dann auch erreichen will. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied von Bayern München, dass dieses Selbstverständnis, diese Selbstverständlichkeit, jedes Spiel zu gewinnen, um dann mit dieser Summe auch Titel einzufahren, ist was Besonderes und können viele andere was lernen. Die Stärke von Jupp Heynckes ist Mannschaftsführung, Strömungen zu erkennen. Glaubst du, da ist jetzt noch mal ein Wort von seiner Seite aus nötig, dass er sich den Sandro Wagner noch mal nimmt und ihm das noch mal extra erklären muss, dass er heute nicht gespielt hat? Weil alle haben ja damit gerechnet. Lewandowski ist nicht im Kader. Ja. Du kommst als Backup und sitzt draußen auf der Bank. Stimmt. Aber nicht danach, sondern davor. So habe ich ihn zumindest kennengelernt in der Zeit, als wir zusammen gearbeitet haben, dass er vorher geklärt hat, wer spielt, wer nicht spielt. Das war relativ früh auch von ihm entschieden und hat vor allen Dingen dann auch mit den Protagonisten, die es betraf oder die es dann eben nicht betraf, die Themen geklärt. Das ist für ihn sehr, sehr wichtig, dass er so vor diesen Spirit, diese Gemeinsamkeit auch an den Tag legen kann. Alles andere mag er nicht. Danke dir, Matthias. Gerne. Es war einfach ganz klarer 3-1 Sieg der Bayern. Mund abputzen und die Erwachsenen, die fahren nach Hause. Zu den ihr beiden auch zählt, Sandro Wagner, Carlo Wild. Die beiden haben es gerade gesagt, Sandro Wagner kommt zum FC Bayern. Jan Schlaudraff hat mir gesagt, der weiß, warum er zum FC Bayern gekommen ist, als Backup. Jetzt ist der Lewandowski tatsächlich im ersten Rückrundenspiel verletzt und der Sandro Wagner spielt nicht. Matthias Sammer hat gesagt, er hat es ihm bestimmt erklärt. Wie hat er ihm das erklärt? Jupp Heynckes hat es schon von Anfang an erklärt, finde ich, wenn man genau zugehört hat, was er gesagt hat zum Transfer Sandro Wagner.
dann hat er eigentlich das fortgesetzt, was er da gesagt hat. Er hat es vor dem Abflug nach Doha gesagt, er hat es in Doha gesagt und er sagt es am Montag nochmal bei uns in einem großen Interview. Wagner muss seine Rolle akzeptieren. Die ist genau definiert wie? Die ist so definiert, so wie ich Jupp Heynckes verstehe und ich glaube, das ist richtig interpretiert, dass Wagner einfach ganz klar im zweiten Glied steht. Und Müller warf doch heute die absolut richtige Entscheidung. Der wollte vorne einen beweglichen Stürmer haben in der Mitte. Müller hatte das erste Tor entscheidend mit eingeleitet, war immer unterwegs. Und Wagner ist ja mehr der starre, statische Spieler. Und deswegen war das die richtige Wahl. Und Wagner, glaube ich, wird es beim FC Bayern nicht leicht haben. Und wie du ja richtig sagst, wenn Lewandowski noch draußen ist, hätte ich als Wagner auch gehofft, dass ich spiele. Aber das ist kein 1:1. Also wenn es taktisch nötig ist, dann wird der Müller vorne spielen. Und Jupp Heynckes hat schon, als die ganze Geschichte mit Wagner sich angebahnt hat, immer gesagt, ich kann mir auch vorstellen, diese Stelle da vorne mit Thomas Müller zu besetzen. Und heute hat er es getan. Das heißt quasi, es ist ein Transfer getätigt worden, diesen Wagner zurückzuholen nach München für eine Zeit nach Jupp Heynckes, weil es nicht Heynckes Wunschspieler war. Interpretiere ich das richtig? Das kann man so nicht sagen. Also es wird auch in der Saison, in der Rückrunde noch Spiele geben, wo der Wagner reinkommt. Und vielleicht ist es im Viertelfinale oder Halbfinale der Champions League. Und du brauchst einen, der dann noch zwei durch die Wand durchwirft. Und das kann der Wagner. Also sogar auch neben Lewandowski schließt er nicht aus. Aber bei Jupp Heynckes, das ist ganz klar zu spüren jetzt, es ist ganz klar die Ansage an die Mannschaft, wenn zwei Weltmeister in der Innenverteidigung nicht funktionieren, dann ist der Süle dran. Und wenn der Alaba nicht funktioniert, dann ist halt meinetwegen der Bernat dran. Und wenn Kimmich jetzt ein bisschen krank war, dann spielt halt sofort Rafinha. Der hat doch den Luxus, in der Bundesliga kann er doch im Grunde jeden bringen. Die Bundesliga ist durch und auf die großen Spiele kommt es dann letztlich an. Und da wird mit Sicherheit Lewandowski spielen. Also deswegen hat er es ja irgendwo auch leicht, aber er schürt natürlich diesen Konkurrenzkampf, finde ich, ziemlich geschickt. Ja. Bekommen die Bayern den Heynckes noch bekniet zu bleiben eine Saison? Was meint ihr? Ah, ich glaube, dass es von außen ganz schwer einzuschätzen ist. Wie gesagt, ich glaube, er macht das alles richtig, indem er immer sagt, für ihn endet das nach der Saison. Somit hält er sich quasi alles offen, weil je erfolgreicher er ist, desto mehr werden die Fragen kommen, desto mehr wird auch der Wunsch kommen vom Präsidium und vom ganzen Verein, dass er noch ein Jahr dranhängt. Aber er hat ja keinen Stress und die Bayern haben im Moment noch nichts anderes und sind hochzufrieden. Er hat sie wieder mehr als in die Spur gebracht, von daher läuft ja für ihn alles nach Plan. Also wenn man sieht, wie Jupp Heynckes da trainiert hat in Doha mit seinem Peter Hermann, der übrigens da auch eine überragende Arbeit leistet, dann könnte man sich vorstellen, dass Uli Hoeneß schon zu Recht sagt, ich möchte dich noch ein Jahr halten. Aber Jupp Heynckes hat jetzt x-mal gesagt, dass er 72 Jahre alt ist und dass er das als Aufsichtstätigkeit sieht bis zum 30.06.2018. Und wer Jupp Heynckes kennt, der weiß, dass er sehr prinzipientreu ist. Also ich würde momentan keine 10 Euro setzen, wenn ich dafür 1.000 bekäme, dass er bleibt. Wirklich? Du glaubst, es ist Schluss? Du als Sportdirektor würdest zu ihm nach Hause fahren? 72 Jahre, glaube ich, würde ich sagen, Heynckes. Ja, aber dass du da keine Lust mehr drauf hast, das glaube ich dir irgendwie nicht. Du bist ja schon mal wieder gekommen, es hat keiner geglaubt. Also wie gesagt, wenn das so weiterläuft, würde ich ihn natürlich versuchen zu überreden. Ne? Ich weiß ja auch ganz genau, für mich als Verein wird es auch noch umso schwerer oder schwieriger, einen Nachfolger zu finden, wenn er weiter so erfolgreich ist. Stell dir mal vor, der geht mit einem Triple nach Hause und sagt so, jetzt gehe ich wieder in mein bergisches Land da und gehe mit meinem Hund spazieren. Na, herzlichen Glückwunsch für den, der dann seinen Job machen soll. Genau. Also der tritt dann über einen Fußstapfen. Das war ja schon mal so. Glaubst du, dass Guardiola gekommen wäre, wenn er gewusst hätte, dass er ihm drei Pokale vor die Tür stellt? Ich glaube, dass der schön erschrocken war, als er das gesehen hat. Ja. Das ist eine Frage der Alternative. Es ist, was gibt der Markt? Der passt zu Bayern München. Und man weiß, was man hat mit Jupp Heynckes. Und natürlich, die nächsten Monate werden sie entscheiden, wie erfolgreich er ist. Und dann muss man das abwägen und dann alles versuchen, der Jupp Heynckes dann entweder zu behalten oder zu sagen, okay, wir haben eine Alternative und wir können uns getrennte Wege gehen. Jetzt haben wir heute zwei gesehen, Robben und Ribéry, die schon in den Freundschaftsspielen gezeigt haben, dass sie jedes Spiel gewinnen wollen, auch noch mit 35, mit 34 Jahren. Was haben die heute abgeliefert? Haben die eine Empfehlungsschreiben abgegeben für eine Vertragsverlängerung? Werden die bleiben? Das ist übrigens ihr erstes Spiel, das sie zusammen gemacht haben. Ist schon ein paar Jahre her. Ungefähr 10. Das war so die Geburtsstunde von Ribéry. Was passiert mit den beiden?
Wie gesagt, das müssen ja die Verantwortlichen beim FC Bayern entscheiden, ganz klar. Was würdest du machen als Sportdirektor? Na, ich würde schon jetzt darauf gucken, wie sich die Saison weiterentwickelt. Ne? Wir wissen alle, dass sie in den letzten Jahren relativ verletzungsanfällig waren, dass sie ein sehr, sehr hohes Gehalt oder ein relativ hohes Gehalt haben. So, und da muss man einfach abwägen als Verein, was ist es mir wert, dass zwei solche Spieler, die ohne Zweifel auf einem ganz, ganz hohen Niveau noch Fußball spielen können, auch in der Zukunft noch Fußball spielen werden, was ist mir das wert, dass sie bei mir bleiben? Und das weiß man ganz genau beim FC Bayern, die sind immer sehr, sehr besorgt und kümmern sich hervorragend um verdiente Spieler und wissen mit Sicherheit auch hier eine Lösung zu finden. Nur, was ich so ein bisschen komisch finde, ist einfach, dass man von jetzt an schon von außen immer irgendwo Druck aufbaut, auch auf den Verein, auf die Spieler. Und es geht gar nicht um die Leistung, sondern es wird gefragt, und was ist denn jetzt? Und was bedeutet das, wenn du da nach dem Tor zu den Fans läufst und jubelst? Und was soll das sein? Und das sind einfach so Sachen, das finde ich schade. Ich glaube einfach, die Verantwortlichen, die beim FC Bayern, die machen seit 30 Jahren, halten sie den FC Bayern da oben an der Spitze. Und die wissen auch jetzt, wie sie mit den beiden Personalien umzugehen haben. Es gibt auf jeden Fall eine Grundbereitschaft, dass die beiden noch ein Jahr machen. Und von dem Spiel heute hängt nichts ab, ob es der Ribéry ein Tor geschossen hat und Robben keins, oder der Robben schießt nächste Woche 3 und Ribéry 0. Ich glaube, das ist egal. Da gibt es eine Grundwertschätzung. Und letztlich wird es darum gehen, wie weit sind die beiden bereit, auch mal zu sagen, nächste Saison, ich mache keine 20 oder 25 oder 28 Spiele, ich bleibe auch mal draußen. Und wenn ich gesehen habe, wie beide heute rausgegangen sind, als sie ausgewechselt wurden, dann muss man mit ihnen schon sehr lieb reden, dass die das hinnehmen, weil die einfach beide brennen. Ribéry will immer kicken und Robben ist ja 100% Ehrgeizbündel. Also so gesehen wird das sicherlich wichtig werden. Und das Spiel gegen Leverkusen wird es nicht entscheiden. Im Backup, Coman rutscht ja jetzt schon näher oder ist schon ziemlich nah oder fast gleich auf. Und Gnabry kommt zurück. Und so gesehen, ich meine, wenn ich sehe, wie Brandt, der ja auch mit Bayern München in Verbindung gebracht wird, wie der heute gespielt hat, dann würde ich sagen, dann behalte ich lieber Ribéry und Robben. Erfahrung hat keinen Preis. Also hat man heute gesehen, dass solche Spieler für die Bundesliga immer sehr, sehr wertvoll sind. Mal schauen, wie weit können die spielen, wie lange können die es aushalten, ob das immer 60 Minuten, 70 Minuten, das werden wir sehen. Aber hat man heute gesehen, dass diese immer in der Lage sind, den Unterschied zu machen. Ja, genau, die Verletzungen halt auch, die beide immer wieder haben. Und die Gage, darum geht es natürlich auch. Das muss natürlich ein Preis-Leistungs-Verhältnis geben, das auch für den Verein akzeptabel ist. Aber wenn sich jemand leisten kann, die zwei zu verlängern, diese zwei mit einem relativ hohen Gehalt, dann wahrscheinlich nur der FC Bayern München. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie Vorruhestandsgelder zahlen. Deswegen müssen sie ihre Leistung bringen und das tun sie beide auch. Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, ganz wichtig ist die Rolle in der Mannschaft. Ne? Wie man mit den beiden spricht, wie sie die Rolle auch akzeptieren können und wollen, wie es eben schon gesagt wurde, wenn sie halt keine 35, 40 Spiele-Saison machen, sondern 20, 25. Und trotzdem ist die Gefahr dann da, dass wenn es Richtung Halbfinale Champions League geht oder Halbfinale Pokal, die wichtigen Spiele, und sie sitzen draußen, dann kann das natürlich schon auch zu Problemen führen. Und dessen muss man sich bewusst sein. Von daher, glaube ich, sind sie da mit beiden im Austausch. Und so wie sie im Moment spielen, gibt es, glaube ich, an der Leistung nichts auszusetzen. Wir schauen mal auf zwei andere Offensivkräfte. Die Wechsel haben wir mitbekommen. Transferfenster ist noch nicht geschlossen. Zwei haben die Winterpause genutzt, um die Vereine zu wechseln. Mario Gomez und Sandro Wagner, den wir heute ein paar Minuten gesehen haben. Arbeitgeber gewechselt, weil sie beide bei der WM mit dabei sein wollen. Einer wird es wahrscheinlich nur werden, wenn überhaupt. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Hallo, hier ist die Carina Vogt. Mein Name ist Sven Hannawald. Hier ist euer Markus Eisenbichler. Ich bin Michi Greis. Das sind sicherlich tolle Olympische Spiele. Als absolute Highlight. Wir können auf Eurosport natürlich alles live verfolgen. Ich konnte es kaum erwarten. Jogi Löw's Kandidaten für die Stoßstürmerposition bei der Weltmeisterschaft in Russland, die sind großes Risiko gegangen. Mario Gomez und Sandro Wagner, beide haben gewechselt. Auf der einen Seite eine Chance, auf der anderen Seite kann der Schuss natürlich auch nach hinten losgehen. David Bayer berichtet. Zwei vom gleichen Schlag. Zwei Stürmer mit demselben Ziel und zwei, die man in diesen Farben so nicht mehr sehen wird. Sandro Wagner und Mario Gomez. Beide wechseln im Winter dorthin zurück, wo für sie alles begann.
für beide ein Neuanfang in der späten Phase ihrer Karriere und für beide das Ziel WM 2018, Planstelle Stoßstürmer. Vom Abteilungsleiter Angriff in Hoffenheim zum Stellvertreterjob beim FC Bayern, ein absoluter Traum, glaubt man Sandro Wagner. Vermutlich weniger Einsatzzeit und trotzdem sollen sich die Chancen auf die WM-Teilnahme weiter erhöhen, ist ja alles mit dem Bundestrainer abgesprochen. Na dann. Auch für Mario Gomez geht's um den Kaderplatz bei Joachim Löw. Sein Vorteil, er wird sich als VfB-Führungsspieler Spieltag für Spieltag in Erinnerung bringen können. Dafür verzichtet er sogar auf Geld. Das Fernduell der beiden letzten echten Strafraumstürmer. Sie wissen, der Bundestrainer wird sich nur einen von ihnen in Russland leisten können. Mario Gomez sehen wir hier und Sandro Wagner. Wer fährt mit? Wer hat die größeren Chancen? Es witzig ist ja an den beiden, dass wenn die zuletzt bei Länderspielen rauskommen zur Presse, jeder gesagt hat, alles wunderbar, wir haben keinen Druck. Wenn wir mitfahren dürfen oder wenn ich mitfahren darf, Wagner genauso wie Gomez, dann ist es okay. Und wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter. Ich meine, die Konstellation ist ja momentan so, Gomez ein Saisontor bisher, Wagner 4, Wagner noch 2 international. Und wenn man die Länderspiele anschaut, seit der Euro, glaube ich, waren es 21, wenn ich richtig gezählt habe. Und Mario hat 3 gemacht. Und Wagner 7, Mario 2 Tore, Wagner 5. Also die Quoten sind nicht so toll. Einer von beiden wird mit Sicherheit nur mitgehen können. Jogi Löw ist ein Trainer, finde ich, der immer sehr treu war zu seinen Spielern. Dieser Gesichtspunkt spreche eigentlich für Mario Gomez. Aber letztlich werden die halt jetzt die letzten 16, 17 Spiele in der Bundesliga laufen. Da müssen sie sich halt irgendwo zeigen. Weil es kann auch sein, wir haben auch mit Götze oder mit solchen Leuten vorne gespielt. Und die Nummer 1 ist momentan Werner aus Leipzig. Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, dass Timo Werner im Moment die Nummer 1 ist und bei den beiden wird es jetzt darauf ankommen, auch wie die Rückrunde laufen wird. Ich glaube, dass Sandro Wagner wird es darauf ankommen, wie viele Einsätze er bekommt, weil ich schon davon ausgehe, dass er bei Bayern, wenn er auf seine Einsatzzeiten kommt, auch Tore machen wird. Und bei Mario Gomez wird es auch darauf ankommen, wie er jetzt mit Stuttgart in die neue Saison oder in die Rückrunde startet. Und es ist für beide ein neues Umfeld, es ist für beide eine neue Herausforderung und dann wird es schon auch auf die Leistung in der Rückrunde ankommen. Und wie es eben schon gesagt wurde, wir haben auch oft in Deutschland mit einer falschen Neun quasi gespielt. Und dann hat Müller vorne gespielt oder Götze vorne gespielt oder Stindl vorne gespielt. Und von daher, vielleicht ist es auch so, dass wenn man Werner hat, dass es auch sein kann, dass der Bundestrainer sagt, er lässt beide zu Hause. Das Verrückte ist ja wahrscheinlich in der Rückrunde, dass Wagner wird mehr Torchancen, mehr Service von außen kriegen und Mario Gomez wird mehr Spielzeiten haben. Müssen Sie halt was draus machen. Passt das System in Stuttgart überhaupt zu Gomez? Muss es, werden die das ändern wegen ihm und um ihn zu füttern? Er ist ja nicht nur wegen Heimatverbundenheit wahrscheinlich zurück ins Schwabenland gegangen. Ja, ich glaube nicht, dass sie groß was ändern müssen, weil sie haben ja vorher auch mit Terodde oder mit Ginczek vorne gespielt. Das sind ja auch große Stürmertypen, die den Ball gut halten können und abschirmen können und haben dann außen mit ihren schnellen Leuten gespielt. Von daher glaube ich schon, dass sie sich vielleicht von Gomez natürlich ein bisschen mehr Erfahrung auch wünschen, vielleicht auch ein bisschen mehr Torgefahr, vielleicht auch ein bisschen mehr diese Kaltschnäuzigkeit, weil sie nicht so viele Tore gemacht haben. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass sie das System jetzt umstellen werden und auf Gomez zuschneiden werden. Ich glaube, dass er sich verwechselt hat, wenn es in Bezug geht oder in Bezug auf die WM. Ich glaube, dass die Chancen bei Sandro Wagner größer sind, gerade bei Bayern. Er wird bei Bayern seine Einsätze bekommen, wird dementsprechend auch das eine oder andere Tor machen. Und die Bayern werden mit Sicherheit auch einen sehr, sehr großen Block bei der WM stellen. Und von daher wird sich wahrscheinlich da auch der ein oder andere Automatismus einstellen, den man dann auch in der Nationalmannschaft gebrauchen kann. Bei Mario sehe ich das bisschen kritischer. Ich glaube, dass für ihn und den VfB Stuttgart wird es eine extrem schwere Rückserie. Und ob er da so die Chance bekommt, Tore zu machen, so gefüttert wird, das sei mal dahingestellt. Und von daher ziehe ich den Hut vor der Entscheidung, da hinzugehen.
Ist wahrscheinlich auch abgesprochen mit dem Bundestrainer. Mutig ist er schon. Ja, beide Entscheidungen sind mutig und überraschend. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube eher, Sandro Wagner ist voll ins Risiko gegangen, weil in Hoffenheim hat er gespielt. Er war der Stürmer Nummer 1, er hat die Tor gemacht und deswegen ist er in der Nationalmannschaft gekommen. Jetzt kommt er zu Bayern München. Es ist klar, er wird seine Spielzeit bekommen, aber er wird mal ein Spiel machen, mal 20 Minuten, mal 30 Minuten. Bei Mario ist es so, dass der ein wichtiger Spieler war in jedem Verein, wo er gespielt hat. Er hat immer seine Tor gemacht und er wird auch sein Tor machen in Stuttgart. Und ab dem Moment, wo Mario seine Tor macht, weil er definiert sich nur über seine Tor, nicht seine Spielweise. Es ist einfach ein Torjäger, er braucht die Bälle in der Box. Und wenn er die Bälle bekommt, er wird seine Tor machen und vielleicht wird Stuttgart eine andere Rückrunde spielen als in Hinrunde. Und das ist klar. Hohe Risiko beide, haben die hoch gepokert. Aber ich sehe dann, wenn das klappen sollte, dann bei Mario. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass einer mitfährt. Also, dass Jogi Löw einen mitnimmt von diesen beiden Stoßstürmern. Wir haben jetzt über Stürmer gesprochen, die zur Weltmeisterschaft fahren und uns repräsentieren, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Jetzt, Carlo, habt ihr eine Kicker-Rangliste herausgegeben? Gott sei Dank, du hast gesagt, Lewandowski, die wahrscheinlich der beste Mittelstürmer der Welt, aber von den... Ja, mit Suarez wahrscheinlich. Ja, aber von den Deutschen taucht keiner in der Kategorie Weltklasse auf. Warum? Weil in der Bundesliga keiner Weltklasse war in der Vorrunde. Oder hat hier irgendjemand gesehen, der in der Bundesliga Weltklasse war? Wenn man gesehen hat, wie die Bundesliga in der Champions League bzw. in der Europa League abgeschnitten hat, dann war da wenig internationale Klasse dabei. Aber Lewandowski ist natürlich internationale Klasse. Aber wenn man unsere Ranglisten sieht, das muss man auch den Leuten immer sagen, wir bewerten nur ein halbes Jahr. Immer das abgelaufene Halbjahr. Und nicht, was vorher war und ob er vielleicht schöne Haare hat oder grüne Schuhe. Also das ist entscheidend, immer das halbe Jahr. Und das halbe Jahr, was die Bundesliga doch gezeigt hat, das war halt nicht so toll. Und deswegen ist auch keiner, Werner ist sicherlich Stürmer, der internationale Klasse wird. Aber ansonsten war vom Sturm her, und trotzdem sage ich, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Offensive, glaube ich, letztlich kein Problem haben wird. Weil der Jogi Löw schon so viele Sachen getestet hat auch schon. Und wie Jan Schladraff auch richtig sagt, der Stindl ist ja auch einer, der vorne reinschleicht. Dann hast du noch den Müller. Und über außen sind sie eh stark. Also ich mache mir da keine Sorgen, was den Angriff anbelangt. Eigentlich muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich auf gar keiner Position, was die Nationalmannschaft angeht. Also. Den besten Torwart, die beste Innenverteidigung, also das Mittelfeld. Überragende Leute, Toni Kroos, wie sie alle heißen. Also Top-Favorit Nummer 1, würde ich sagen. So, also Nationalmannschaft haben wir keine Sorgen, aber in der Bundesliga haben wir da Sorgen, auch wenn wir dieses Spiel jetzt heute noch mit dazu nehmen, die 14 Punkte Vorsprung und die Auftritte in der Europa League und in der Champions League. Sieht man mal vom FC Bayern ab? Ja, wir haben ja da sehr gute deutsche Spieler im Ausland. Toni Kroos zählt zu den Besten der Welt und Khedira ist bei Juve wichtig und wir haben halt viele, die jetzt mittlerweile auch im Ausland spielen. Ja, aber das ist ja nochmal, die Bayern haben 14 Punkte Vorsprung, Barcelona hat 16 Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Oh Gott, wie kann das sein? Ist das jetzt eine schlechte Liga? Man City, die haben 15 Punkte Vorsprung auf die dahinter sind. Also was ist das jetzt? Sind die an erster Stelle so viel besser als alle anderen oder ist die komplette Liga dann schlecht? Ist das Niveau dann schlechter? Ne, also das sind ja irgendwo so Sachen. Wie siehst du es? Ja, auch wenn die Punktabstände ähnlich sind, glaube ich schon, dass die Leistungsdichte gerade in England ein Tick näher zusammen ist als in der Bundesliga. Also ich glaube, dass die Bayern schon alles überragend sind in der Bundesliga und das auch zu Recht. Das haben sie sich auch erarbeitet. Und wenn man jetzt die Dortmunder gesehen hat am Anfang der Saison, da hat jeder so ein bisschen Hoffnung gehabt, Mensch, dieses Jahr könnte spannend werden. Und wenn sie den Lauf halten können und die Bayern haben ein paar Probleme, dann hat sich natürlich jeder auch ausgemalt, auch die Fans oder wir am Fernsehen, dass es vielleicht ein spannender Titelkampf wird. Das können wir jetzt auch abschreiben. Aber ich glaube, dass auch wenn Man City diese Saison 15 Punkte Vorsprung hat, dass die Leistungsdichte in England, gerade was die ersten 5-6 Plätze angeht. Ja, da hast du Chelsea, da hast du Tottenham, da hast du Ja, aber das ist doch Deutschland genau das Gleiche. Nur die Punkte, die sie haben. Der Zweite hat bei uns 30 Punkte von 51 möglichen, nach 30 Punkte in 17 Spielen.
das ist wesentlich weniger als die anderen. Also ich würde dem Jan da recht geben. Ich habe mehr Spiele auch in England. Ne? Du hast auch mehr Spiele in England und es ist doch genau das Gleiche. Du hast Man City, die thronen über allem. So, und dann hast du Chelsea, dann hast du Liverpool, Tottenham und Man United. Das ist das Gleiche in Deutschland. Mit Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Leipzig, ja. Schalke. Das ist genau das Gleiche. Und dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts. Aber bitte erzählt mir doch nicht, dass Southampton und wie sie alle heißen, Huddersfield, dass die besser sind als das, was wir in Deutschland haben. Deswegen sage ich ja, die Leistungsdichte der ersten sechs, glaube ich. Ja. Ich glaube, dass da drunter die Platz 2 bis 6 in England, dass die stärker sind, als wir in Deutschland besetzt sind. Aber das darf halt auch sein, weil die geben ja bei euch mehr aus. Aber das kommt natürlich auch aus den wirtschaftlichen Möglichkeiten, aus den Fernsehgeldern und so weiter. Sie haben natürlich auch mehr Möglichkeiten, Top-Spieler einzukaufen, keine Frage. Aber trotzdem glaube ich, dass gerade was die ersten sechs Plätze angeht, die Liga auf jeden Fall deutlich, deutlich ausgeglichener ist. Und wenn wir einen Quervergleich machen, der ja schwierig ist, aber wenn man gesehen hat, Dortmund, Champions League, Tottenham, Dortmund 0 Punkte gegen Tottenham geholt, also gesehen, spricht das, wenn man solche Quervergleiche überhaupt machen darf, schon dafür, dass einfach die englische Liga eindeutig besser ist in dieser Spitze. Ich glaube, die sind alle weiter auch in Achtelfinale in Champions League. Also von daher ja, aber das kommt deutliche. Ja auch. Haben wir ja 5 drin. Ja. Aber es kommt ja auch, wenn man sieht, ich meine, Liverpool, die sind glaube ich auf Platz 4 oder 5. Vier. Die haben einen Verteidiger geholt, der hat, glaube ich, 85 Millionen gekostet. Das will ich in Deutschland mal sehen. Wieder einen Verteidiger kaufen, einen Innenverteidiger, der 80 Millionen kostet. Also es sind natürlich auch andere Möglichkeiten, aber trotzdem glaube ich, unten gebe ich dir recht mit Southampton und wer da noch alles kommt, das nimmt sie nicht viel. Aber ich glaube, gerade oben sind sie schon aufgrund der finanziellen Möglichkeiten besser besetzt. Ja, wie er sagt, es sind 5 Stück in der Champions League durch. Achtelfinale. Ja. Eindeutiges Zeichen. Ja. Wir schauen gleich nach der Werbung auf Dortmund. Habt ihr vorhin angesprochen. Schauen wir mal, wie es mit den Dortmundern und mit den anderen und mit diesen Bayern-Verfolgern weitergeht. Gleich nach der Werbung. Zurück beim Kicker-TV-Talk, liebe Zuschauer. Und von uns noch der Blick auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Bayern hat vorgelegt mit dem 3:1 in Leverkusen. Und uns interessiert natürlich die leidgeplagten Dortmunder. Wer hätte das gedacht, dass Bayern und Dortmund in der Rückrunde oder ziemlich schnell neue Trainer haben mit Heinkes und Bosch. In Dortmund ist es jetzt Stöger, 2-mal gewonnen. Und Zitat, Götze, Peter Stöger ist begeisternd, er kommuniziert viel und geht auf die Spieler zu. Das trifft eigentlich auch, ist eine der Qualitäten von Jupp Heynckes. Hat Peter Stöger das Ruder rumgerissen in Dortmund? Wie seht ihr das? Naja, zumindest hat er die beiden ersten Spiele, die er übernommen hat, gewonnen. Wenn Mario Götze sowas sagt, dann kann man ungefähr zwischen den Zeilen lesen, woran es lag bei dem Trainer vorher. Wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass Borussia Dortmund eine Mannschaft ist, die relativ viel Qualität hat, die einen begeisternden Fußball spielen kann und die mit Sicherheit von der Punktausbeute her auch mehr haben müsste. Nur wenn du dementsprechend einen Trainer hast, der vielleicht nicht so auf die Mannschaft zugeht, auf einzelne Spieler zugeht, die das vielleicht brauchen, dann wird das schwierig. Ja, und vor allen Dingen, der ohne defensives Mittelfeld spielt. Weil wer alles offen lässt, kassiert halt Tore. Ich glaube, das war das Hauptproblem. Das hat man von Anfang an gesehen, dass wer solche Sechser aufstellt oder gar keine, der wird halt irgendwann eine Kiste vollkriegen. Deswegen ist das, finde ich, vom Taktischen her, als Typ, glaube ich, war der sehr angenehm. Also ich finde, es war immer hoch nach außen sehr hochanständig wirkender Mensch, dieser Peter Bosch. Aber wer so Fußball spielen lässt, mit so einem offenen Abwehr, muss nicht sich wundern, wenn er Prügel kriegt. Wie geht es weiter mit Stöger und Dortmund? Wird das eine kleine Erfolgsgeschichte, die dann vielleicht am Ende des Jahres mit der Trennung endet, wenn man glaubt, dass der neue Trainer schon feststeht? Ja, die Mannschaft kurzfristig stabilisiert, das war der Hauptproblematik, die Dortmund hatte. Und die sind stabil geworden und darauf werden die aufbauen jetzt, dass die eine stabile Rückrunde spielen und dass die ihre Punkte regelmäßig dann holen. Und dann, das wird die gleiche Geschichte, wenn der Erfolg da ist, wenn alle zufrieden sind, dann wird er sicherlich weitermachen. Eine der wenigen Punkte, die stören könnten, außer mal die Verletzungen, die immer stören, Aubameyang. Ich habe eigentlich so die letzten 4 Wochen, was ich gelesen habe, war Aubameyang, Bruder und Vater im Trainingslager, Aubameyang hier, China, Aubameyang da. Nervt mich persönlich, nervt mich einfach, weil ich höre nicht Dortmund, sondern Aubameyang. Wie ist es bei euch? Ich glaube, wenn er seine Tore macht, ist das auch schnell wieder vergessen. Also es ist immer so, dass er ist natürlich ein extravaganter Typ, auch außerhalb des Platzes. Er ist natürlich auch ein spezieller Spieler, aber
ich glaube, dass er diese Dinge auch in der Vergangenheit schon hatte. Und da hat es keinen interessiert, weil er einfach die Tore gemacht hat. Und jetzt war es so, dass er nicht so in Tritt war, wie es vorher immer war. Und das ist natürlich so, dass eine Mannschaft das dann auch direkt merkt und das dann auch direkt zu Problemen führt. Weil solange der seine Tore macht, dann interessiert das keinen, ob der mal 5 Minuten später kommt, ob der verschiedenfarbige Schuhe anhat, ob der neue Frisuren hat oder was der für eine Jacke trägt. Dann ist es egal, weil er am Wochenende die Mannschaft nach vorne schießt und weil jeder dadurch erfolgreicher ist und weil der Verein erfolgreich ist. Aber wenn das ausbleibt und er sich dann seine Extratouren rausnimmt, dann kann das natürlich auch innerhalb der Truppe zu Problemen führen. Aber das muss doch, reife Mannschaft muss doch das irgendwie selbst regeln. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Aubameyang in München diesen Affenzirkus aufführen könnte, wie er ihn in Dortmund aufführt. Also Lewandowski ist ein ganz anderer Typ, ein anderer Profi. Ich finde das Schille an ihm, das Schillernde, das ist wunderbar. Das ist gut für die Bundesliga. Und der muss auch die Bälle ins Tor schießen. Ich sehe ihn auch gerne auf dem Platz. Aber irgendwann, glaube ich, wird es eine Mannschaft schon nerven. Und das muss dann die Mannschaft mit dem Verein und natürlich auch mit dem Trainer lösen. Und ich glaube, Peter Stöger ist ein Typ, der eine sehr gute Art hat. Also ich finde ihn hochsympathisch und wie er so rüberkommt, sehr sachlich. Ich glaube, dass der das schon in den Griff kriegen kann. Aber das muss man. Das hat er ja jetzt auch gesagt. Schmelzer hat sich ja jetzt geäußert und hat dann auch wieder ein bisschen revidiert und so weiter. Und Stöger hat gesagt, solange es kleine Störfeuer sind, ist alles gut. Und wenn es größere Probleme gibt, dann werde ich schon eingreifen. Aber nochmal, Dortmund war natürlich in den letzten Jahren auch, ich will jetzt nicht sagen abhängig von ihm, aber er hat halt extrem viele Tore gemacht und er hat sie extrem erfolgreich gemacht. Und dann sieht man halt über Dinge hinweg und dann schleicht sich das ein und er denkt sich natürlich auch, warum darf ich jetzt die Sachen nicht mehr, die ich die letzten 3 Jahre auch durfte hier? Und dann spricht das aber nicht wirklich für ihn. Ne? Wenn ich selber eine Phase habe, wo es nicht läuft, wo ich meine Tore nicht mache und meiner Mannschaft nicht so helfe, wie ich das vorher gemacht habe, dann darf ich mir solche Sachen nicht rausnehmen. Ja, ja, ist ja klar. Ne? Das ist schon richtig. Aber es ist natürlich ist dann auch so schwierig, dann zurückzurudern. Wenn man Dinge mal hatte, das ist ja wie immer im Leben, wenn man Dinge mal hatte, sie dann wieder abzugeben, ist schwieriger, wie Dinge sich zu erarbeiten und dann von unten nach oben zu kommen. Aber wenn man mal oben war, wieder nach unten zu gehen, ist deutlich schwieriger, als von unten zu kommen, sich die Dinge rauszunehmen und das dann mit den Toren zu erarbeiten. Von daher, glaube ich, hast du natürlich recht, aber es ist auch nicht so einfach. Jetzt bist du ein Typ, den das auch nervt. Das weiß ich und das sehe ich dir an. Wie regelt das die Mannschaft? Bringt eine Mannschaft dem bei, dass er ein Spieler der Mannschaft ist? Heutzutage glaube ich gar nicht mehr. Wie war es damals? Das sieht man ja an Marcel Schmelzer. Da gibt ein Interview, was vielleicht ein wenig kritisch ist oder sowas, rudert aber gleich zurück. So, ich glaube, zu unserer Zeit, da hätten wir das als Mannschaft auf dem Trainingsplatz geändert oder geregelt. Und da hätte man gesagt, abwechselnd hätte man ihm auf die Füße gehauen und gesagt, pass auf. Beim nächsten Mal tut es noch mehr weh. Denk mal ein bisschen nach. Ist ein Mannschaftssport. Ne? Wir sind 22 oder 24 Mann und es geht nicht um dich alleine. So, und nochmal. Er hat sich einen gewissen Status erarbeitet durch seine Tore. Er ist extrem wichtig. Ich sehe ihn gerne Fußball spielen und sowas. Nur wenn es mal nicht so läuft, nicht eine Phase nicht so habe, dann muss ich einfach so intelligent und clever sein als Spieler, dass ich vielleicht mal zurückschalte und sage, dann fliege ich mal nicht nach Mailand zum Shoppen. Und ich habe nicht meinen Vater und meinen Bruder im Teamhotel im Trainingslager. Und eins ist doch klar, wenn wir die Gesamtsituation in Dortmund sehen wollen. Warum ist in Deutschland Weltmeister geworden 2014? Weil die Mannschaft total einig war. Da gab es keinen Superstar, wenn Manuel Neuer der Weltbeste ist in der Kiste. Aber er hat es nie sich raushängen lassen. Und warum ist Bayern München Champions League-Sieger geworden? Weil Jupp Heynckes einen Teamgeist da geschaffen hat und alle wollten. Alle waren sich total einig, wir können es nur gemeinsam schaffen. Und das wird Dortmund hinkriegen müssen, ob der Aubameyang jetzt der Superstar ist oder nicht. Wenn er denen 25 oder 30 Tore schießt, dann kann er wahrscheinlich ein bisschen rumspinnen und trotzdem muss er sich in dieses Mannschaftsgefüge einbinden, weil sonst wird es mit Dortmund und mit Aubameyang keine große Zukunft geben. Weil da müssen sie auch reagieren. Ich will ganz kurz noch, Dortmund spielt gegen Wolfsburg, harter Brocken zum Auftakt, ein Satz zu Leipzig, da geht es um Keita. Geht er erst zum 1. Juli 2018, da hat er einen Vertrag unterschrieben in Liverpool, spielt in der Premier League. Die wollen ihn aber früher, Leipzig sagt, wir geben ihn nicht ab. Was passiert da noch bis zum 31. Januar? Ja, es wird eine Frage des Geldes natürlich, wie viel Liverpool bereit ist zu zahlen. Wir haben gehört, das ist nicht das Problem. Ich glaube, dass Leipzig mit Keita ein Problem hat seit dem Saisonanfang, weil er war nicht wie letzte Saison. Er war nicht mehr so fokussiert, klein in seinem Spiel. Er hat rote Karte bekommen, hat man gesehen, dass er immer genervt war. Und ich glaube, das muss man die Entscheidung jetzt treffen zum Wohl der Mannschaft und um dem Erfolg in der Rückrunde. Also wenn die Kohle stimmt, lassen Sie ihn gehen, obwohl Sie sagen, Sie lassen ihn nicht?
Also ich würde ihn verkaufen. Ich glaube, er hat nicht an die Leistung anknüpfen können, die ihn interessant gemacht hat für Liverpool. Ich glaube, dass er eigentlich schon mit dem Thema RB in ein wenig abgeschlossen hat. Und wie man hört, auch intern es ein paar Probleme gibt. Und wie ich Ralf Rangnick kenne, wird er wahrscheinlich in den letzten Wochen schon unterwegs gewesen sein und den ein oder anderen potenziellen Nachfolger auf dem Radar haben. Ganz kurz Werbung, dann blicken wir nach unten. Bis gleich. Hallo liebe Freunde des weißen Sports. Ich freue mich schon auf Februar, auf Korea. Ich hoffe ihr auch. Bitte drückt die Daumen. Ich hoffe, ihr seid genauso motiviert wie ich. Die Winterspiele in Pyeongchang. Live bei Eurosport und TLC. Ich freue mich drauf. So, unser Rückrundenauftakt unten wird spannend. Wir kommen zurück im Kicker-TV-Talk. Der Kicker hat eine Umfrage gemacht, lieber Carlo, Prognose für den Abstieg abgegeben. 85,8% haben gesagt, die Kölner steigen ab. Haben Sie recht? Haben keine FC-Fans mitgezippt anscheinend. Bisher gab es in der Bundesliga seit der Drei-Punkte-Regelung nur einmal eine Mannschaft, 99-2000, die so viele Punkte Rückstand wettgemacht hat. Magath mit Frankfurt, die hatten 8 und haben dann noch 2 Punkte abgezogen bekommen wegen Verstößen gegen die Lizenz und haben es dann noch geschafft. Wenn die Kölner das auch schaffen, die haben mit 4 Spiele, 3 zu Hause, dann wissen wir mehr, aber es wäre ein Wunder. Ist jemand da in der Runde, der glaubt, dass es Köln auch schafft? Wenn Magath Trainer da wäre, ja. Das habe ich wusste, dass du das sagst. Magath ist in München, nicht mehr in China, also er würde zur Verfügung stehen. Ich gehe davon aus, dass er es machen würde. Wir machen Haken, wir sprechen über den HSV. Ich habe es gerade vorhin angedeutet. Also was da alles passiert, du als Hamburger, irgendwo hüpft ja noch ein Hamburger Herz, oder? Ja. Bruchhagen will keine Spieler holen. Wallacy streikt, weil er unbedingt zur Weltmeisterschaft soll. Gregoritsch spielt nicht mehr da, macht Tore am Fließband für Augsburg. De Jong ist zu Mainz gewechselt. Ja, meine Güte, jetzt zum 7. Mal gegen den Abstieg. Was macht dein Hamburger Herz? Es schlägt weiter, aber es ist schon schwierig, das muss man einfach sagen. Klar, wenn man bei dem Verein gespielt hat, in der Stadt lebt, dann ist das schwierig, das Jahr für Jahr zu sehen. Und vor jeder Saison hat man immer irgendwo die Hoffnung, dass es besser wird oder anders wird. Und dann hast du mal so eine Phase, wo es besser läuft. Und dann verfällt man aber wieder in alte Muster zurück. Und das ist schon schwierig, gerade auch für die Fans in der Stadt. Und ich weiß, dass der HSV auch in Deutschland sehr, sehr viele Fans hat. Und für die ist das natürlich auch extrem bitter. Was muss da passieren beim HSV als Hamburger, damit die wieder auf den richtigen so Weg kommen? So viel Zeit haben wir nicht mehr, glaube ich. Deute es an. Es muss einiges passieren. Wie gesagt, du musst endlich mal eine eigene Philosophie haben, noch bessere Strukturen, die musst du noch mehr verfolgen, musst vielleicht noch mehr auf Eigengewächse setzen, wie Fiete Arp. Es gibt in der U23 den einen oder anderen. Du hast talentierte U19-Spieler und die musst du nach und nach ranführen und darfst dich halt nicht mit dementsprechend durchschnittlichen oder mittelmäßigen Spielern aus dem Ausland oder sowas zufrieden geben. Hanau van Rana hat viele Derbys gespielt gegen Hamburg, Nordderbys. Ja, also ich finde natürlich auch, dass der HSV in die Bundesliga gehört. Nichtsdestotrotz haben sie jetzt schon mehrere Jahre diese Probleme und kriegen sie irgendwie nicht in den Griff. Und irgendwo dran muss es liegen. Aber nochmal, ich bin natürlich froh, dass es in Hannover im Moment so gut läuft und sie so gut dastehen und eine gute Runde gespielt haben. Trotzdem hofft man natürlich auch nicht nur das Nachbarschaftsduell, sondern für mich gehört der HSV mit dieser Stadt, mit diesen Fans eigentlich auch in die erste Liga. Ja, aber jedes Jahr sieht man das gleiche. Ich glaube, für Stefan ist nicht mehr lustig jetzt. Und auch für die Fans, die man kennt. Und mein Nachbar auch ist Hamburger Fan. Ja, ich glaube, das ist immer wieder die gleiche Musik. Das ist irgendwo, sind immer wieder die gleichen Fehler gemacht worden. Und dieses Jahr hatte man ein bisschen Hoffnung für Hamburg. Drei Siege hintereinander. Dachte man jetzt Platz 1 und jetzt geht's vorwärts. Und im Endeffekt stehst du da, wo du vor 2, 3, 4 Jahren warst. Und die werden bis zum letzten Spieltag wieder da unten bleiben und ja, letzter Spieltag wieder retten. Also sind es auch die zwei Köln, HSV ein heißer Kandidat. Wäre es vielleicht mal ganz gut, einmal runterzufahren, um dann wieder gestärkt nach oben zu kommen, Carlo? Das ist dann letztlich eine Finanzfrage, aber es haben schon einige geschafft und sind dann Gladbach. Wieder zurückgekommen, gestärkt. Ich meine, wie der
Hamburger sagt, die werden wahrscheinlich ein grundlegendes Konzept brauchen, aber die haben die Elbphilharmonie hingekriegt, warum soll es den HSV nicht auch hinkriegen? Und heute läuft es schön. Schöner kann man es eigentlich gar nicht sagen, oder? Bist du zufrieden, Stefan? Ja, wenn der HSV dann 15. ist am Saisonende, ist alles super. Sie haben die Elbphilharmonie hinbekommen und sie werden den HSV auch hinbekommen. Ich bedanke mich für euren Besuch. Wenn ihr jetzt auf die Uhr schaut und ich sage, eine Stunde ist rum, geht es uns wahrscheinlich genauso wie Ihnen. Hoffentlich, liebe Zuschauer zu Hause. Danke fürs Zusehen. Nächste Woche mehr Freitag 22:45 Kicker TV Talk. Das war's von uns. Danke. Servus, Bernand. Gute Nacht.